So, willkommen zurück zu einer hoffentlich guten Episode und einer fantastischen Aufnahmesession, die hoffentlich besser läuft als die letzten paar. Ich werde kurz mal einen Feuerball zaubern schon mal. Ach, da ist noch einer, guck mal. Ne, das ist eine Felsformation. Sehr schön, der ist tot. Der nächste Skorpion wird angegriffen. Ja, letzten zwei Episoden lief ja nicht so hundertprozentig gut. Also nicht, dass ich gestorben bin, großartig, das meine ich gar nicht, sondern dass ich halt einige Aufnahmeprobleme hatte, aber hoffentlich wird es diese Woche anders werden. Bis jetzt lief alles ganz gut. Ist das Fieber tot? Ja, es ist tot und spendet uns erneut 57 Erfahrungspunkte. Das freut mich sehr. So, haben wir noch einen weiteren Skorpion oder jetzt noch einer? Ja. Einmal angreifen, bitte. Ihr seht ja, ich leiste meinen Beitrag mit 4 Schadenspunkten. Und? Nicht getroffen. Nahtrifft dafür nahezu immer. Wir haben eine Heiltasche bekommen, das ist sehr gut. Ich glaube, diesen Raum habe ich letztes Mal schon schwerer Streitpflege, okay. Letztes Mal, glaube ich, schon gesäubert. Und habe aber zu spät gespeichert, weil ich dann immer gefrustet war, weil ich feststellte, dass die Aufnahme nicht richtig lief. Naja, gut, egal. Einmal mehr Säurepfeil, cool, eine Goldmünze und 4 andere, die sich dazu gesellen. Wir bekommen einen Krummsäbel, ist mir egal, Bolzen und Langbogen sind mir ebenfalls egal. Ist hinten noch irgendwas? Ja, eine weitere Truhe. Ich werde diesmal hier hinten langlaufen, um den Mantikus ein bisschen zu umgehen. Hier offen gestanden noch kein Schimmer, wie ich den denn bitte besiegen sollte. Sollte es dazu kommen, dass ich gegen ihn antreten müsste. Muss man die Karte etwas größer machen. So, ich speichere noch mal. Wie viele Zauber habe ich denn noch? Ich habe noch dreimal Blitz und dreimal Feuerball. Also praktisch insgesamt dreimal kann ich eins von beiden anwenden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay, hier sind Spuren. Und eine Falle. Hier finden sich zahlreich Spuren von Skorpian. Hier finden sich sogar 2 Fallen. Und es gibt ja jemanden, der nicht so richtig darauf reagiert. Ist das korrekt? Na, dann gehen wir vielleicht später nochmal ran. So, hier ist ein Skorpion, Bogenschütze, schwer verwundet. Dann geben wir kurz mal den Rest. Und da ist er geheilt, der kleine Sack. Hä? Wo ist Nard? Oh, er hat sich eingegraben und kam zu mir. Der kleine Sack hier. Ich hätte ja irgendwann das nächste Mal heilen müssen. Weil ich bin jetzt sehr schwer verwundet. Das ist gar nicht mal unclever, der Skorpion. Ich weiß, es gibt hier irgendeinen Mechanismus, womit man den Manticore gut schädigen kann. Könnte der Skorpion langsam mal sterben? Hallo? Irgendwie trifft die liebe Dorna nicht so richtig. Ja, dafür trifft Nard aber wunderbar. 105 Erfahrungspunkte für den Bogenschützen, wundervoll. Ich guck mal hier noch kurz ein bisschen weiter. Hier geht es rein zum Manticore. Da muss ich nicht unbedingt rein. Ist hier noch irgendwas, das man nutzen könnte? Nein. Ich kann hier wahrscheinlich auch nicht regenerieren. Würde mich auch sehr wundern. Feinde sind in der Nähe. Feinde sind immer in der Nähe in solchen Höhlen. Oh, was ist das denn hier? Ein Langbogen plus 1. Vielen Dank. Und ein paar Säurepfeile. Sehr schön. Und eine Skorpia-Giftdrüse. So, warte mal. Ist hier noch irgendwas? Nee, das wäre nur der alternative Gang gewesen. Und hier müssten immer noch Feinde sein. Genau, okay. Dann speichere ich nochmal. Und würde jetzt sehr gerne haben, dass unsere wundervolle Dorna dieses Schloss hier knackt. Oder beziehungsweise diese Falle hier entschärft. Oder vielleicht muss ich mich selber kurz davor stellen, dann macht es automatisch. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ich gehe kurz mal einen Schritt zur Seite. Dorna. Okay. Dorna. Anders. Folgen, Stellung halten, mich beschützen, Spezialfähigkeiten. Das waren sie offenbar nicht. Wie amüsant. Nein. Ach, ich bin wieder provoziert. Entschuldigung. Misserfolg. Alles gut. So, Donner. Donner, bleib bitte hier. Donner. Ach so. Nee, Donner, greif dich ruhig an. Das ist eine gute Idee. Jetzt hat er sich wieder eingebuddelt und taucht da hinten wieder auf. Okay. Ja, ja, das könnte mal ein bisschen schwieriger werden. Ein Offizier herausfordert. Ich glaube, ich muss wohl leider mal einen Blitz auspacken. Ah,
von der Storm teilweise mittrifft. Oh, der Skorpia ist unverletzt. Ich werde noch einen Feuerball hier auspacken, weil... Dollar ist eh tot. Mach, 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 mach. Hallo, wo ist mein Feuerball? Na, eben den Blitz. Okay, hier stirbt einfach keiner. Gut, dann erneut den Blitz. Mein Vertrauter ist tot, das ist schlecht. Warte mal, ich hätte gerne meinen Vertrauten erneut. Okay, was habe ich noch so? Hier habe ich nichts mehr, doch im Säurefall habe ich noch. Den bekommst du. Wunderbar. Den nächsten Säurefall, der bekommt der nächste Bogenschütze. Danach ist ebenfalls gestorben. So, dann müssen wir uns kurz mal hier zurückziehen. Und den nächsten Säurefall vorbereiten. Oder warte mal, ich muss kurz hier diese Heilertasche auf mich vorbereiten. Heilertasche, Benutzung Heilung auf mich selbst. Lauf, 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 lauf. Heilen Erfolg. Sehr schön. Du bist auch schon fast tot, nicht wahr? Genau. Schwer verwundet. Ich brauche wohl mal ein Schild. Auf mich. Wunderbar. Hoffe, dass du mich nicht treffen mögest. Hoffe ich doch. Und ein Säurefall auf dich, wenn es klappt. Das ist schlecht. Das war nicht gut. Okay, ich lade das Ganze nochmal. Und probiere es nochmal. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich den Schwierigkeitsgrad eigentlich zu schwierig finde oder ob es mich nervt, dass ich ständig sterbe. Nein, nervt mich überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich ganz nett. Weil das so ein bisschen herausfordernder für mich ist als das Hauptspiel. Ich werde mich einfach mal jetzt schon mal ein bisschen heilen. Dass ich gleich nicht in Bedrängnis komme. Und hier werden wir offenbar gleich in eine Falle gelockt. Ich werde mir das merken, indem ich... Stopp. Indem ich jetzt schon mal einen Säurefall abfeiere. Abfeuere. Und noch Marks Geschoss hinterher. Wo immer du rauskommen willst. Ja, da hinten nämlich. Stopp. Donner. Bleibe bei mir. Kritischer Treffer, genau. Ich werde ihn mal von hinten erledigen. Stopp. Und einen Blitz noch hinterher auf den Offizier, wenn wir schon dabei sind. Weg, 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 weg. Stopp. Ein weiterer Blitz auf den Offizier. Oh, 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 problematisch. Das greift auch Dorna an. Das Vieh hinten des Todes ist sehr gut. Dann werde ich noch dir helfen, indem ich noch einen... ich mit Zaun beharke. Sehr schön. Nee, Blitz mache ich mal nicht. Ein Säurepfeil auf den Skorpia hier hinten. Okay. Ein Säurepfeil auf den da hinten auch nochmal. Okay. Lauf, 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 lauf. Was machst du denn, Dorna? Warte mal. Die greifen gerade Nerd an. Das trifft sich. Da kann ich kurz einen Feuerball zünden. Hinterhältiger Angriff, mein Vertrauter ist tot und Dorna hat irgendwie ein Problem mit mir. Weil, ja. Hallo Dorna, alles cool? Ja, wie kann ich euch helfen? Ja, was wollt ihr mir vorhin nochmal sagen? Ist es nicht seltsam, dass Meister Drogan uns bat, dies für ihn zu tun, herauszufinden, was dieser Kristall ist? Es geht ihm doch schon viel besser. Mag es sein, dass mir sein Vertrauen einfach nur ungewohnt erscheint. Schließlich ist er mein Lehrmeister. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Deswegen sage ich mal, es ist seltsam, was gefällt mir. Alles gut. Wir machen uns doch recht gut. Genau, das Gespräch hatten wir nämlich letzte Folge schon mal, soweit ich das irgendwie in Erinnerung habe. So, habe ich jetzt hier noch irgendwelche Feinde in der Nähe? Habe ich nicht. Okay, da würde ich ganz kurz meinen Vertrauten nochmal herbeirufen. Speichere und guck mal, was der Offizier und sowas alles bei sich hat. Eine Leiche direkt mal. Wir haben eine nicht identifizierte helle Bar, die wahrscheinlich sehr schwer ist. Habe ich nicht irgendwie so ein Säckchen gekauft? Für solche Fälle? Ja, habe ich. Direkt da rein, bitte. Eine Heiltasche plus 3 und einmal Skorpia-Giftdrüse. Interessant. Was haben wir hier noch? Überrest wahrscheinlich eine weitere Giftdrüse. Nein, eine einzige Münze. Stopp, und was ist hier? Zu den unteren Höhlen. Na, guten Tag. Hier haben wir eine weitere Heiltasche plus 3, eine Skorpia-Griffdrüse und einige Giftpfeile. Guck mal, da ist noch jemand. Die können wir doch so töten, oder? Insbesondere, wenn Dorna mit angreift. Wenn ist Dorna eigentlich?
Donner. Beschütze mich, bitte. Genau. Denn dieses Vieh greift mich an, liebe Donner. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. So, weitere 47 Erfahrungspunkte. Wie weit sind wir entfernt zum nächsten Stufe? Zum nächsten Stufeaufstieg. Naja, 6000, 5000, 6000 ungefähr ist noch einiges. Gut, hier geht's noch weiter runter. Und hier haben wir noch einige Truhen. Hallo, Truhen. Was beinhaltet ihr denn so? Zwei Amethysten? Okay. Und ein Topaz. Kann ich mich hier ausruhen? Das wäre ideal. Kann ich aber nicht, was nicht so geil ist. Gut, die Spuren führen hier rein. Was hast du? Noch mehr Höhlen? Ich möchte nicht viel tiefer hinunter. Ich hoffe, wir finden Zidan bald. Du bist eine Zwergin. Warum willst du nicht noch tiefer hinunter? Lass uns aber kurz vorher erstmal gucken, was in diesem Raum hier unten war. Mit den Fallen. Würde mich ja doch schon mal interessieren. Am besten wäre es natürlich, wenn die liebe Dorna sich direkt einmal dran machen würde, die Fallen zu untersuchen. Oder zu entschärfen. Was sie aber nicht tut. So, Dorna, mich beschützen, nächstes Ziel angreifen, Zauber wirken, mich heilen, weitere Aktionen, genau. Ich würde sehr gerne, dass du mit Fallen umgehst, machst du aber nicht, das ist schlecht. Dann speichere ich mal. Und, ach ja, kraul dich mal kurz mal. Anscheinend habt ihr eine kitzelige Stelle erwischt, der vertraute kichert vor Vergnügen und hüpft davon. Ohne Beine. Ach, da ist gar keine Falle drin, ist aber nur eine rote Tür. Hallo? Dorna? Genau. Dorna? Ja. Lass unsere Strategie bitte ändern. Helf mir, wenn es mir nicht gelingen sollte, eine verschlossene Truhe oder Tür zu öffnen. Ich wusste gar nicht, dass ich das abgewählt hatte. Klar, ich werde es gern versuchen, so gut ich etwas kann. Okay, dann... Der Rest soll nicht verändert werden. Vielen Dank. In dem Fall... Auf keinen Fall. Wie, auf keinen Fall? Auf keinen Fall. Können wir sie einschlagen? Nicht direkt. Habe ich vorher gespeichert? Wahrscheinlich doch, habe ich. Sehr gut. 24 Trefferpunkte sind das, die mir entgegengesteuert werden. Warum? Weil die Falle natürlich nicht entschärft wird von der lieben Dorna. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Vielleicht entschärft sie einfach nur nicht, weil die zu hart ist für sie. Das kann natürlich sein. Ich habe gerade mal 24 Trefferpunkte. Das ist natürlich ein großes Problem. Probier es nochmal. Vielleicht gibt es einfach weniger Schadenspunkte jetzt. Nein? Meine Waffe ist hier nutzlos. So. Ist eure Waffe auch nutzlos? Donna! Ach so! Ja! Strategie ändern. Ja, helft mir bitte. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, nochmal bitte. Und sie macht es. Wunderbar. Nart! Hör auf damit. Schlösser öffnen Erfolg. Geht doch. Muss nur bisschen gut zureden hier. So, ist hier jemand drin? Hallo? Außer dieser offensichtlichen Falle? Auf der ganzen Breite des Raums? Dorna. Dankeschön. Jetzt geht er hin. Entschärfe diese Falle. Jetzt, Dorna? Du folgst mir aber wirklich sehr nah. Kann das sein? Okay. Ich probiere es nochmal. Weitere Aktion. Mit Fallen umgehen machst du nicht. Gut, dann eben nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach wieder reintappen, wie immer. Wir haben hier einen komischen Langbogen. Der ist mir egal. Kann ich mich denn hier ausruhen mittlerweile? Kann ich natürlich nicht. Das ist ja super. Da muss ich mich wirklich heilen. Okay, hat gut funktioniert. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich hier reinlaufe. Auch geht. Okay. Ey, ernsthaft? Donna läuft durch jede Falle durch und... Ach, ist egal. Komm, ist egal. Gut. Würde Donna wenigstens diese Falle hier öffnen? Ja, okay, wir sind vergiftet. Alles super hier. Gut, gut, dass ich einen Dieb dabei habe. Heiltasche plus 1. Mein Vertrauter ist tot. Was ist mit dieser Statue denn auf sich? Boah, Alter, ganz ehrlich, wenn du mal einfach mal eine Falle entschärfen würdest, ich wahrscheinlich... Reicht einfach nicht, wie das geht mit den Fallen. Ich werde einfach mal kurz in der Aufnahmepause das Ganze googeln. Ich mache irgendwas Offensichtliches falsch. Ja, wisst ihr was, mache ich einfach mal ganz kurz direkt. Ich mache kurz mal diese Truhe noch auf. Da ist nichts drin. Was ist mit der Statue?
betrachten. Die leeren Augen der Statue erwidern euren Blick. Es gibt keinen Hinweis, wen die Statue darstellt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.